Ein Filterwechsel ist notwendig, wenn der Filter defekt, stark kontaminiert oder verschmutzt ist oder wenn er seine Standzeit erreicht hat. Vor dem Wechsel müssen Sie gewährleisten, dass unser Servicetechniker gefahrlos arbeiten kann. Ihre Gefährdungsbeurteilung sollte diesen Fall behandeln. Grundlagen dazu sind unter anderem die Arbeitsschutzgesetze, die Gefahrstoffverordnung, die Biostoffverordnung, die Merkblätter der Berufsgenossenschaft und die technischen Regeln. Das bedeutet, Gefahrstoffe müssen entfernt oder inaktiviert werden. Wurden biologische Arbeitsstoffe verarbeitet, kann eine H2O2-Dekontamination notwendig sein. Auch diese Leistung bietet der Berner Service für Sicherheitswerkbänke jedes Herstellers an. Hier zeigen wir den kontaminationsarmen Filterwechsel an einer Berner Sicherheitswerkbank. Der in diesem Beispiel zu wechselnde Hauptfilter wird zuerst mit einer Folie verschlossen. Das verhindert das Austreten kontaminierter Partikel. Der kontaminierte Filter wird in einem Spezialbeutel verpackt. Das geschieht im Arbeitsraum der eingeschalteten Sicherheitswerkbank, um den Servicetechniker und die Umluft vor Kontaminationen zu schützen. Nachdem der Filter sicher im Beutel verpackt wurde, kommt er zusätzlich in einen dicht verschließbaren Sonderabfallbehälter. Für dessen Entsorgung ist der Betreiber verantwortlich. Die als Sonderabfall eingestuften Filter müssen über einen befähigten Sonderabfallentsorger entsorgt werden. Anschließend baut unser Servicetechniker den neuen Filter ein. Natürlich erfolgt im Anschluss daran eine Filterdichtsitz- und Leckageprüfung, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen. Die Qualität und Sicherheit Ihrer Sicherheitswerkbank ist uns wichtig.